Moin Moin Schizos, ja, ich bin heute ein bisschen unterwegs draußen und ich bin an einen ganz bestimmten Ort gefahren, nämlich ins Sauerland. Und hier wohnt jemand, den kennen die meisten von euch, weil er auch sehr aktiv mit auf meinem Kanal ist. Ihr kennt ihn aus der Funny Games Night, wo er das erste Spiel immer eröffnet. Er hat seinen eigenen Kanal, der heißt TanzFitnessNet. Und ja, ich freue mich auf meinen Talkgast Andi. Und er sitzt schon da hinten, ich eile mal dahin. Hallo Leute! Oh, so. So, moin Andi. Moin, Schizo. Grüß dich. Grüß dich. Oh, alles Andi. Fest. So, wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut. Du hast ja jetzt schon länger deinen Kanal Tanzfitti, ne? Das oder Tanzfitness, ne? 2016, ja. 2016. Das heißt 17, 18, 19, schon 3 Jahre, ne? Es ist witzig, ich habe am 1. April eröffnet. Am 1. April? Ja. Ah, quasi als Scherz, oder was? Nee, ist ein Zufall. Ah, okay. Und hast du davor irgendwas anderes mal ausprobiert? Oder direkt hast du direkt mit diesem Kanal, mit dieser Idee zu tanzen, Fitness, Gesundheit? So ich sag mal, YouTube habe ich eigentlich 2012 angefangen. Also, das ist ein Urkanal. Ist mir eigentlich jeder. Ich ist mein allererster Kanal eigentlich, aber der ist total, da mache ich nichts mehr mit. Okay. Wenn du einen Kanal, der ist prima, da mache ich auch nicht so viel. Aber Hauptkanal ist halt TanzFitnessNet. Mhm. Da habe ich halt angefangen, halt das allererste Video, das habe ich meinem Mixer vorgestellt. Und nachher hat sich das entwickelt, so mit Tanz und so. Und seitdem ich halt Zumba mache, seit 2013, habe ich halt so gedacht, ja, wieso machst du nicht mehr so Richtung Workout, Richtung Tanzen? Und seitdem mache ich das halt, was mir Spaß macht. Und ja, ich muss natürlich sagen, die ersten Tanzvideos und Workout-Videos, die Kritik, das Feedback, das war grauenhaft. Und 80.000 Dislikes und ein Like. Naja, immerhin. Ja gut, aber du hast dich ja entwickelt, ne? Ja. Du hast dich entwickelt, das ist ja die Hauptsache. Du hast ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du bist Zumba-Trainer richtig offiziell oder was ist das? Also ich bin Zumba-Trainer offiziell. Ich darf Zumba unterrichten offiziell. Ah, okay. Ich bin dazu echt, ich bin dazu, also ich habe 2013 halt, habe ich halt den Zumba-Kurs angemietet, habe ich gedacht, zwei Jahre später habe ich den Trainerschein gemacht, da bin ich extra nach Aachen gefahren. Okay. Ein Wochenende, das heißt, ich bin Freitag hingefahren, habe da Hostel genommen. Da habe ich halt, und da habe ich, hat 7 Stunden Fahrzeit, da kenne ich nicht, es ist halt Samstag gewesen, sondern auch. Und dann in diesen 2 Tagen habe ich halt die Geschichte gelernt und da habe ich und angefangen mit dem Kurs, habe ich dann richtig ab März 2017. Ja, du machst ja auch Livestreams. Genau. Das heißt, Videos können wir bei dir sehen und Livestreams. Genau. In den Videos. Es gibt ja auch noch Videos, wo du zum Beispiel diese Smoothies machst, ne? Der Vorteil ist halt bei Smoothies, dann könnt ihr halt auch, ist es halt der Hunger halt auch, hält es halt vor, wenn es ein... Das sättigt halt, ne? Ja, genau. Ja. Also wenn es Smoothie ist mit Leinsamen und mit Bananen und mit Chiasamen, also Leinsamen und Chiasamen haben die gleiche Wirkung. Chiasamen sind halt teurer, weil die halt auch importiert werden müssen. Und Leinsamen sind halt billiger, weil sie halt auch hier halt in Europa halt auch angebaut werden. Und wenn ihr halt die Smoothie halt mit Leinsamen und mit Chia oder mit Chiasamen und Leinsamen. Scheidensamen? Okay, also da muss ich sagen, wissen wir Bescheid. Ne? Den trinke ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Also das hätte ich halt für 3-4 Stunden. Das heißt, wenn er es halt macht, dann sagte ich halt, wenn ich jetzt 9 Uhr halt Smoothie macht, dann habe ich das bis 13 Uhr halt vorgehalten und dann kann ich Mittagessen machen. Und also ich finde halt gut, dass Smoothie erstens gut schmecken. Mhm. Ist natürlich keine Spachtelmasse und, und also schmeckt halt gut, finde ich also. Ja, also das sind Sachen, die wir bei dir finden. Ja. Tanzvideos natürlich. Ach, Motivationsvideos auch. Motivations, genau. Du machst ja auch gerne was mit Talk und so, ne, wo ihr über bestimmte Themen redet und so. Jeden Freitag, ja. Ja. Also ist sehr empfehlenswert, weil es ist sehr abwechslungsreich. Es ist nicht nur Tanzen, es ist nicht nur Talk, es ist nicht nur Gesundheit oder Smoothies. Es ist alles, alles zusammen. Und das heißt, für jeden ist was dabei. Ist eine gute Abwechslung. Du streamst in der Regel immer freitags, ne? Ja, genau. Genau, immer freitags. Streamt da, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wie gesagt, die Links dazu unten auch in der Stream-Beschreibung.
Heute habe ich einen Special Guest hier. Ja, ich bin extra ins ferne Sauerland gereist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich auch nicht. Aber von Schizu kann ich dafür wieder eine Schachtel kippen. Ne? Special Guest hier heute. Schaut ihn euch an. Ne? Tanzfatigue. Hey. Grüß dich. Du bist schon wieder in Dance Position. Ne? Ja, er kann nicht anders. Immer nur tanzen, der Junge. Pass auf, ich habe einen Vorschlag. Heute machen wir es mal anders. Ich tanze mal ein bisschen was vor und du versuchst mal mitzuhalten. Gute Idee. Ja? Asozialer Nordrock. Ja? So. Ich bin gespannt. Hau mal an, die Mucke oder was? Oh ja, sehr gut. Okay. Erstmal mit dem Kopf so schön, weißt du? So, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Locker aus der Hüfte, du kannst das, Digga! Ja, Mann! Schieße, da guckst du, wa? Kopf wackeln! Ja! Ja! Aha! Aha! Jawohl, Mann! Okay, und jetzt du! Ja. Ja, Mann! Du bist ja noch asozialer als ich. Geil. Ja. Sehr geil. Das war doch schon nice. Geht weiter. Alles klar. Okay. Das ist immer, wenn ich Verstopfung habe. Geiles Training, ey. Ja. Und dann immer wundern, dass das ganze Klo nachher voll ist, ne? Kennst du meinen Special Move? Mein Special Move ist der hier. Ja, muss man mal abwechseln, damit das nicht in den Arm geht, ne? Ja, richtig. Freestyle. So, Streamer, da guckst du blöd. Ich mit Tanzi, was geht? Fitzi, wollte ich sagen. Ja, Fitzis, da guckt ihr. Kalle, mit dem Banausi hier. Ich sehe schon den Regenbogen, ey. Könnte andere Ursachen haben. Ho, ho. Ja, Respekt. Ja, Tanz für die Respekt. Gute Leistung. Hast du Ass reingemacht? Ja, du auch. Ne? Schizo, schneid dir mal eine Scheibe ab. Eigentlich von jedem Menschen, du Affe. Also, zurück zu dir und tschüssi, ne? Was würdest du sagen, erinnerst du dich noch daran, wie du überhaupt dazu gekommen bist zu tanzen? Wie hat sich das so richtig entwickelt? Ich muss mal viele Jahre zurückspulen. Ja. Und zwar ganz viele Jahre. Okay. Als du geboren bist, nein, hast du getanzt. Nein, das war, also 1997 war das, ja. Da habe ich Ausbildung gemacht, im Berufsbildungswerk, so. Und da, da hatte jemand Geburtstag gehabt und da in den Berufsbildungswerk gab es so eine Art Café und da, da war ich, haben wir halt auch Musik gemacht. Habe ich halt einfach so spontan getanzt und einer hat so leider auch gesagt, ja, wenn ich dazu mit Afro so, da habe ich damals sehr ernst genommen und so. Habe ich halt nicht weiterverfolgt mit Tanzen und sowas. Und ich habe auch im Berufsbildungswerk, da ist eine Art gewesen, habe ich einfach mal so für mich einfach so halt mal 90er Musik angemacht, habe ich einfach so mit mir getanzt, so einfach so für mich selbst. Mhm.
Und nachdem das dann dieser Typ da gesagt hat, habe ich dann natürlich weiter verfolgt. Und dann bin ich jetzt 15 Jahre später, 2012, erst wieder zum Tanzen gekommen. Okay. Und nach hat sich entwickelt. Ich bin halt dann in Fitnessstudio gegangen und habe ich halt Zumba-Kurse besucht. Nach und nach hat sich aufgebaut und jetzt bin ich halt da, wo ich heute bin. Du hast quasi immer mehr gemerkt, wie begeistert du bist von dem Tanzen und dass dir das halt richtig Spaß bringt, dass du da aufblühst. Ab und zu kriege ich ja Kritik. Der Takt ist nicht so gut. Hallo. Ja, aber ich finde, es geht ja auch gar nicht um Perfektion. Immer wichtig ist, dass man mit Spaß und Freude dabei ist. Und das merkt man dir auf jeden Fall an. Also, wie gesagt, schaut euch mal die Videos an. Dann merkt ihr, mit was für eine Freude und was für ein Spaß da dabei ist. Und das ist ja Hauptsache und nicht die Perfektion. Nee, bei Perfektion... Das wird auch schon wieder langweilig, dann, wenn es perfekt ist. Ne? Perfekt ist nur in Mathe oder so. Ja, und da war ich nie perfekt. Nee, so. Nicht. Ja, okay. Gut, gut. Hattest du überhaupt mal Haustiere oder so? Oder gar nicht? Ich hatte zwei Wellensittiche, die hatte ich in den 90er Jahren, aber seit 20 Jahren leider nicht kein Haustier mehr. Okay, also du hattest mal zwei Wellensittiche. Ja. Und warst du gut zu Vögeln? Ja. Ah, der musste jetzt an. So. Okay. Also ich meine, die Frauen mit bisherigen Freunden und nie beschwert mich, meine bisherigen Freundinnen. Ah ja. Ja, dann ist doch, dann läuft das ja. Ja. Aber sind Wellensittiche oder Vögel generell deine Lieblingstiere oder sagst du eigentlich, nee, mein Lieblingstier ist schon was anderes? Ich würde schon sagen, weil ich finde die witzig, ich würde zum Beispiel auch ein Bio holen. Ein Bio ist ja ein Sprachvogel. Ein Bio-Hol oder was? Ein Bio. Bio? Heißt so, B-E-O. Okay. Hab ich noch nie gehört. Ist ein schwarzer Papagei, sag ich mal. Ah, okay. Und Problem ist halt... Ach, apropos schwarzer Papagei, ich sollte dich noch ganz lieb von Stössi grüßen. Ah, danke, ja. An der Stelle, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme an der Stelle. Naja, reden wir weiter über den schwarzen Papagei. Hallo Stössi. Ja, ich sollte ganz lieb grüßen. Hab ich jetzt gemacht. Wieso schwarzer Papagei? Ist der Papagei, ne? Nee, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt... Also auf jeden Fall, der Beo ist ein witziger Vogel, weil der kann auch sprechen und... nehmen wir jetzt mal an, ich komme jetzt jeden Tag von Radtour zum Beispiel, dann sage ich immer Hallo, hallo, sagt der Vogel das halt nach. Oder wenn ich sage, oh, ist das Tour gewesen, ich bin Chef, dann kann er es nachsagen. Und der kann halt schneller, glaube ich, lernen als ein normaler Papagei. So, jetzt zwischen wir mal direkt. Wie verbringst du immer Weihnachten? Weihnachten. Da fahr ich zu meinen Eltern aus. Zu deinen Eltern? Meistens. Und da so traditionell so mit Tannenbaum, Bescherung, eng ein Festessen oder wie läuft das ab? Also bei Weihnachten dann bekommen wir, ist das meistens so entweder Fondue oder heißen Stein und auch meistens Weihnachtseis und auch halt Bescherung halt wie früher halt. Und ja, Baum schmücken nicht, weil das macht mein Bruder, nicht ich. Okay. Weil es ja Handwerk im Haus. Handwerklich beim Schmücken. Hammer und Nagel. Wenn die Kugeln da ankommen. Mit der Flex, der da Baum runter zu euch gesäbelt. So ungefähr, aber. Ja. Okay, also eher so traditionell, aber gemütlich halt mit der Familie zusammen. Okay. Mir gefällt so. Ich muss auch, wenn du jetzt 3-4 Tage halt im Haus haben, ich muss auch mal, ich gehe auch spazieren und so. Mhm. Und mit der Mutter und da muss man raus, weil man kann nicht nur schlemmen und nicht mehr nach Hause. Das stimmt. Wir kennen das ja auch Weihnachten, da sitzt man nur rum, mehr oder weniger, und er schlemmt so, nimmt man gefühlt 800 Kilo zu und da muss man so sieht bei mir jeder Tag aus. Nee. Deswegen ist es ganz gut, dass ich heute mal hierher gekommen bin. Also mitgenommen, ja. Also wirklich mitgemacht hier. Ja, richtig. Also da gibt es auf Andis Kanal gibt's auch ein paar Videos, ja, wo wir zusammen getanzt haben. Auch hier bei mir konnte man schon was sehen. Das Ganze nochmal oben auch auf der Infocard verlinkt. Könnt ihr nochmal raufgehen, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Andi steht auf Vögel, haben wir hier an der Stelle gelernt. Weihnachten verbringt er relativ traditionell gerne mit der Familie zusammen. Ja, genau. Und wir wissen jetzt, wie kam es eigentlich zu seinem Kanal, wie ist das Ganze entstanden, was kann man auf seinem Kanal erwarten. An der Stelle, Andi, du hast das letzte Wort. Was möchtest du noch sagen? Ich danke dir, dass du heute gekommen bist und mit mir da hier auch Tanzvideos geredet hast und dass du auch die Fazit aufgenommen hast, weil es ja auf Kiel ist ja auch, sagen wir, kein Katzensprung entfernt, sondern gefühlt 1000 Kilometer. Und das ist natürlich schon, also ich bin froh, also. Ich finde den Tag witzig hier und auf jeden Fall will ich mal auch nach Kiel runterkommen in die ECE oder so. Mal gucken. Das machen wir. Dann drehen wir nochmal irgendwann den Spieß um, dann kommst du mal runter und dann kommst du ab in die Schizobude. Dann finde ich das Interview. Ne? Ja, genau. Ja, sehr gut, so machen wir das. Dann vielen Dank. Ja, danke. Ne? Und jetzt geht's weiter im Studio. Ja. Adios. Ja.
Der Stream ist gerade vorbei. Wir sind gerade fertig mit dem Drehen. Hi Leute. Puh. So, also das hat mega viel Spaß gemacht. Ne? Auch der Livestream, die ganzen Videos, die wir heute produziert haben. Trotz Regen. Trotz Regen, ja. War auf jeden Fall echt cool. Hat sehr viel Spaß gemacht hier bei an dem Sauerland. Pizza auch schon, Pizza und Cola spendiert. Pizza und Cola hat er mir spendiert. Für die Fahrt dann auch Chips und Mezzomix. Ja, genau. Chipschwab, ja. Also er hat mich bestens versorgt, ja, muss man wirklich sagen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und denkt dran, unten in der Videobeschreibung findet ihr dann den Link auch zum Tanzfitness. Ja, und liken und auch nicht vergessen. Also, vielen Dank. Ciao. Ciao.